Besser gesagt, Ohayo gozaimasu, weil es ist noch morgen und wenn morgen sagt man in Japan Ohayo gozaimasu und Konnichiwa ist mehr so ab Mittag bis Nachmittag, bevor es dann Abend wird und dann sagt man dann auch wieder etwas anderes. Aber um das geht es jetzt in diesem Stream gar nicht und zwar möchte ich dich das Menü von morgen Mittwoch vorstellen und zwar werden wir ein vegetarisches Bento machen. Mit Somen-Nudeln, das sind weisse Nudeln, dünne Nudeln, wie die Udon-Nudeln, kann man so sagen. Dann werden wir machen Dashimaki, das heisst, das japanische Omelette. Wir werden wie Yakitori machen, aber mit Lauch und Peperoni. Dann wird es Aubergine geben und Pilze, Eringi, das sind Kräuterseitlinge. Dann werden wir noch Pak Choi dazu machen. Das ist ein Gemüse, das nicht nur in Asien wächst, sondern auch in der Schweiz. Extra, es ist ja alles Schweizer Gemüse. Und als Spezialität und ein bisschen als anderen Geschmack haben wir noch, wird es noch Birre dazu geben. Wie genau die Birre wird sicher nicht komplett sein, weil es das ganze Bento würde sprengen, aber es wird auf jeden Fall noch Birre drinnen haben. Ja, und wenn du irgendetwas von diesen Sachen nicht gerne hast oder lieber noch ein Fleisch oder ein bisschen Fisch dazu willst, dann melde dich doch bitte bei mir. Das kann ich alles noch berücksichtigen. Und denk daran, dass die Bestellung bis heute zum Mittag spätestens so um 1 bei mir sollte sein, damit ich alles wunderbar für morgen auch perfekt kann vorbereiten kann, weil die perfekte Vorbereitung ist die halbe Arbeit vom Mittwoch. Und dann etwas ganz Wichtiges. Ab nächster Woche, das heisst ab dem 1. November, werde ich nicht nur Mittwoch kochen, sondern am Donnerstag. Das heisst, ich werde ab nächsten Monat, November, immer Mittwoch und Donnerstag Bentos kochen, für Bentos kochen und natürlich auch die entsprechend liefern. Wenn du nicht zu Biel wohnst oder werkst oder schaffst, wie auch immer, dann melde dich doch bitte bei mir, wenn du zu Brügg oder zu Nidau bist, weil dann können wir vielleicht schauen, dass du das Bento gleich kannst überkommen. Also, bei jeglichen Fragen hier unten dran einen Kommentar oder ein E-Mail oder ein SMS oder was auch immer. Bis gleich. Tschüss.